Sport TV22. Wir haben heute einen Radfahrer bei uns hier auf TV22, den Maxi Kirschner aus Delfs, der seit einigen Jahren schon Radamateur ist. Maxi, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, grüß euch alle miteinander. Ich bin der Kirschner Maximilian. Bin ein gebürtiger Imster, wohne jetzt seit mittlerweile 1,5 Monaten in Delfs und bin seit dem 9. Lebensjahr am Mountainbike und am Straßenrad unterwegs. Was gefällt dir denn besser? Radfahren am Straßen oder im Wald auf dem Mountainbike? Ja, das hat sich jetzt im Laufe der Jahre ein bisschen verändert. Am Anfang war ich am liebsten im Wald unterwegs, weil ich ein bisschen Naturbursch bin. Und im Laufe der Zeit habe ich einfach für mich persönlich gemerkt, dass mein Straßenrad besser liegt, im Speziellen das Zeitfahren. Und da bin ich jetzt seit mittlerweile 5 Jahren aktiv unterwegs. 5 Jahre bist du aktiv unterwegs. Wann hast du denn angefangen mit dem Radfahren? Mit dem Rennradfahren habe ich angefangen im starken Jahr U17 und bin dann bei den Junioren 2 Jahre im Nationalteam gefahren und habe aufgrund der schulischen Laufbahn dann, sagen wir, die Profikarriere beiseite gelegt und zum Amateursport gewechselt. Ja, der Amateursport ist ja auch wunderbar bei uns hier in den Bergen, ob man jetzt mit dem Mountainbike fährt oder mit dem Straßenrad. Aber die Faszination, Radsport, was hat dich da bewegt, dass du den Radsport ausübst? Es ist einfach ein Gefühl von Freiheit, einfach die Geschwindigkeit, man sieht so viel, man ist viel in der Natur unterwegs, man hat einfach ja, brutal viele Möglichkeiten, vielseitig zu trainieren, diverse Strecken abzufahren, das Panorama zu genießen, speziell jetzt bei uns da in Tirol. Und auch die Geschwindigkeit am Zeitfahrradl, das fasziniert mich ja. Mit wem trainierst du? Oftmals allein, speziell unter der Woche, da ich erst oder vorzugsweise am Abend trainiere. Am Wochenende gerne mit Freunden, Kollegen, auch ab und zu mit dem Papa und der Freundin. Gibt es einen Verein, wo du dabei bist? Ja, ich bin beim Racing Team Heiming dabei. Da habe ich angefangen Radl fahren. Bin kurzzeitig mal auf Wirgel gewechselt, zu einem Rennradlverein und dann jetzt wieder, sagen wir so, zu den Wurzeln zurückgekehrt. Ja, der Radverein Heiming, der ist ja sehr gewachsen. Also da sind ja auch sehr gute Profis dabei, ja. Wie die Laura Sticker zum Beispiel. Genau. Die ist auch bei eurem Verein. Wenn ihr da so trainiert, in der Gemeinschaft, gibt es da die Motivation, ich möchte jetzt der Erste am Berg oben sein oder habt ihr da gemeinschaftlich einen Zug drin? Ja, früher war das sicher mehr der Fall. Jetzt im Laufe der Zeit wird jeder, sagen wir so, auf seinen eigenen Trainingsplan oder hat jeder seinen eigenen Trainingsplan und da fährt man in erster Linie Grundlagen gemeinsam. Wenn es harte Trainings gibt, sind die meistens allein. Jetzt bist du 23 Jahre jung. Hast du noch die Ambition, eine Profikarriere zu machen? Ja, ich würde mal sagen, die Türen stehen auf alle Fälle noch offen. Der Weg, ja, schauen wir, was es bringt. Gibt es Partner, die was dich unterstützen? Ja, aktuell noch keine. Aktuell keine, also das heißt, du musst ja. Von allem, vom Einkleidung bis zum Rad, die alles selber finanzieren? Ja, also die Einkleidung, die kriegen wir vom Verein gesponsert. Aber Helm, Brille, Schuhe, Rad, Anreise zu den Rennen, das finanzieren wir alles selber momentan. Also, falls sich ein Sponsor finden sollte, der Maximilian Kirschner wäre ein guter. Maximilian, wo geht es weiterhin? Wo hast du die nächsten Rennen? Also starten wir jetzt beim Imst-Marathon, der ist jetzt in einigen Wochen. Da fahre ich auf der Mitteldistanz und hoffe, dass ich den Titel von letzten Jahr verteidigen kann. Jetzt ist ja bei uns in Tirol der Ötztaler, den was man so als Tiroler fährt. Bist du denn auch schon mal mitgefahren? Ja, 2019 bin ich da schon mal mitgefahren. Das war das Jahr nach der Matura oder das Jahr, wo ich Matura bestritten habe. Da habe ich mir dann 3 Monate Auszeit spendiert und ordentlich auf den Ötztaler darauf hinzutrainieren. Dann bin ich als 22. oder habe ich als 22. in meiner Altersklasse absolviert in 7 Stunden 18. Gute Leistung und Ambitionen, wieder heuer dabei zu sein? Angemeldet habe ich mich und bin auf jeden Fall voll motiviert. Was gibt es da für eine Motivation von der Zeit her? Ja, definitiv schneller als das letzte Mal. Also das ist ganz klar das erklärte Ziel. Ob es wirklich hinhaut, da es eine leichte Streckenänderung gegeben hat, das werden wir dann im Juli sehen. Der Ötztal-Marathon, wenn wir gerade bei dem sein, das ist ja natürlich mit 3 Pässen extreme Pässe. Oder sind es sogar 4? Sind sogar 4, ja. Sind sogar 4 Pässe. Also Kühteier ist da und Brenner. Dann Jaufenpass. Ja. Und abschließend dann das Timmelsjoch. Wenn man noch nicht genug hat, fährt man am 4. Januar hinauf, ja, genau. Den Timmelsjoch, und dann geht es hinunter mit Höchstgeschwindigkeit. Also das ist ja auch nicht ohne. Ja. Also ihr fahrt ja da über 100 Stundenkilometer. Genau, ja. Ist ja nicht gerade ungefährlich. Ja, muss man immer voll bei der Sache sein. Das ist voll. Hast du das schon einmal gehabt, dass da bei einer Höchstgeschwindigkeit am Reifen platzt ist?
Also Reifenplatz noch nie, aber in Italien bei der Trofeo Buffoni, das war Junioren-Weltcuprennen, da hat es schon mal den Sturz gegeben in der Abfahrt, knapp vor dem Kreisverkehr. Und es geht meistens nicht so gut aus. Geht nicht so glimpflich aus, kann ich mir Ja. vorstellen. Was waren denn die schönsten Erfolge, Maximilian? Also einer von den schönsten Erfolgen war sicher in der U17, da wo ich noch jünger war. Der Vize-Staatsmeistertitel bei meinem ersten Straßenrennen gleich aufs Podest fahren. Das bei der Staatsmeisterschaft, das war sicher einer der schönsten Erfolge. Dann die zwei Zeitfahr-Staatsmeistertitel in der Juniorenkategorie, was ich feiern habe können. Und beim Einzelzeitfahren der Vize-Staatsmeister 2018 war sicher auch ein Saisonhighlight. Und natürlich der Ötztaler. Das ist Ja. für jeden, egal ob Profi oder Hobby-Amateursportler, ist für jeden ja, Das sind ja schon wunderschöne einmaliges Erfolge. Erlebnis. So in das Radteam Tirol einzukommen, wie schaut es da aus? Ist da eine Möglichkeit gegeben? Ist da überhaupt die Ambition dazu, dass man so Also, in so einem großen es ist Profi? mal zur Auswahl gestanden, nachdem ich 2 Jahre bei den Junioren in Wörgl gefahren bin. Die haben gute Kontakte zum Tirol-Team, zum Ride with Passion Cycling. Und da wäre es zur Auswahl gestanden. Ist leider durch meine schulische Laufbahn hat sich das nicht ergeben oder war nicht möglich. Und da bin ich eigentlich in der Amateurschiene geblieben. Ist das die Amateurschiene jetzt vergleichbar eben mit diesen Halbprofis, Profis, dorthin zu kommen? Ist das nachher extrem schwer noch oder sagt man, okay, ich bleibe lieber in der Amateurprofi, habe auch da meine tollen Leistungen? Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt Profi werden möchte, dann hat man gewisse Verpflichtungen dem Team gegenüber, ist viel auf Trainingslager, viel unterwegs und das ist halt immer das persönliche Empfinden, will man das? Und als Amateursportler, sage ich mal, ist man doch noch eher frei mit den Entscheidungen. Welche Rennen will ich fahren? Was sind die Saisonsziele? Sind die Rennen in näherer Umgebung? Welches Material fahre ich? Und. Ist das jetzt ich sage jetzt Amateurstatus, da kann man ja kein Geld verdienen. Oder verdient man Nein. da Geld? Gibt es da Preisgeld? Wie schaut das da Bei den aus? Marathons gibt es kein Preisgeld, oder in den wenigsten Fällen sage ich jetzt mal, dass es Preisgeld gibt, also eher Sachpreise. Ruhm, Anerkennung kann man da gewinnen, aber Geldpreise nicht mehr. Und jetzt im Profisport können sich die, was bei uns da in Tirol den Profisport ausüben, so wie in Radteam Tirol, ist da möglich, dass ich da finanziell mich so über Wasser halten kann, dass ich mit dem Geld auch mir den Also, Lebensunterhalt verdienen kann? ja, wenn ich jetzt nicht zu Hause wohne, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil die Verdienste wirklich teilweise noch im dreistelligen Bereich pro Monat sein und da ist es wirklich fast unmöglich, auf eigenen Füßen zu stehen. Die Ziele, wohin geht's heuer? Also Ziel ist King of the Lake, der ist wieder im September. Da bin ich diesmal erstmalig bei der Elite am Start, letztes Jahr U23, das letzte Jahr. Das ist ein erklärtes Ziel für dieses Jahr. Dann der Imschmarathon in einigen Wochen und der Engadiner Radmarathon. Ja, da hat er eh schon viel vor. Da wünschen wir ihm alles Gute, eine tolle Saison 2023. Maximilian, es hat uns gefreut, dass du heute bei uns da gewesen bist im Studio. Und wir werden ihn beobachten und verfolgen. Und wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Danke, vielen Dank.